Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Stefans Trash-Ecke. Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es heute um einen ganz speziellen Mann. Um den Meister der Schauspielkunst, um den Godfather des Roundhouse-Kicks. Genau, es geht um Chuck Norris. Ach, was ist nicht alles schon über ihn gesagt worden? Nein, ich erspare euch auch jetzt jeglichen Witz über ihn. Aber es ist schon erstaunlich, denn eigentlich ist sein Bekanntheitsgrad erst durchs Internet so groß geworden. Er ist mehr oder weniger ein Internetphänomen, wenn man das so sagen möchte. Kurioserweise haben aber die wenigsten die Filme von ihm gesehen. Deswegen möchte ich euch heute die Tops und Flops seiner Karriere vorstellen, wobei filmisch gesehen die Flops eher überwiegen oder eindeutig überwiegen. Ich hoffe, du hast das jetzt nicht gehört, Chuck. Dabei stelle ich euch aber nur die Filme vor, wo er wirklich die Hauptrolle gespielt hat. Also der Bruce Lee-Kracher, der Mann mit der Todeskralle, fällt ebenso raus wie Expendables 2. Was eigentlich so gesehen die beiden besten Filme mit ihm wären, aber naja, egal. So, los geht's mit seinen Hits, also Hits in Anführungszeichen. Viel Spaß! Los geht's also mit Missing in Action. Der Film aus dem Jahre 1984 ist wohl sein bekanntester. Es war die erste Zusammenarbeit von ihm und dem Studio Canon. Von dem haben wir ja schon sehr viel gehört. Regie übernahm Joseph Zito und er inszenierte den Film schon politisch fragwürdig. Also da war die Vorlage Rambo deutlich harmloser in der Kernaussage. Aber ordentlich ist er schon gemacht, ist auf jeden Fall ein guter B-Actioner. Auch wenn zum Beispiel Rambo 2 in allen Belangen besser ist. Eine Szene ist mir aber immer in Erinnerung geblieben, und zwar, wo so ein paar Vietnamesen Herrn Norris vom Boot ballern, er in Zeitlupe ins Wasser fällt, in Zeitlupe mit seinem Maschinengewehr wieder auftaucht und in Zeitlupe die verdutzten Vietnamesen umballert. Also die Szene ist köstlich, da musste ich schon als Kind immer unfreiwillig lachen. Es gab auch noch einen zweiten und einen dritten Teil, wobei der zweite Teil vor dem ersten gedreht wurde, aber aus marketingtechnischen Gründen dann in Teil 2 umbenannt wurde. Egal, der Film ist eh kacke. Teil 3 ist aber okay und kann man sich auch mal ansehen. Hier haben wir einen Film, der selbst von Kritikern vielfach positiv bewertet wurde. Cusack, der Schweigsame. Was vielleicht daran liegt, dass der Film mehr ein A-Titel statt ein B-Movie ist. Ganz kurze Story, Chuck Norris spielt einen Cop namens Eddie Cusack, der sich erst mit kolumbianischen Drogenhändlern anlegt und später auch mit seinen eigenen Polizeikollegen. Regie übernahm Andrew Davis, der später Hits wie Alarmstufe Rot oder Auf der Flucht schuf. Und allein daran merkt man, dass der Film produktionstechnisch hochwertiger inszeniert wurde. Es ist im Endeffekt auch mehr ein Polizeifilm als ein reiner Actionfilm, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Nur am Ende, wo Chuck mit so einem komischen Polizeiroboter in eine Lagerhalle einfällt, war etwas blöde, wo ich dann doch den Kopf schütteln musste. Aber sonst ist es ein guter Film und wohl ein kleines Highlight in der Chuck Norris Filmografie. Und hier haben wir also wieder so einen politisch sehr fragwürdigen Film. Delta Force aus dem Jahre 86. Chuck Norris und seine Crew gegen böse arabische Terroristen. Also wer billige Klischees und fragwürdige Moral nicht abkann, der sollte sich diesen Streifen auf keinen Fall anschauen. Der strotzt nämlich nur so davon. Selten habe ich auch so einen Film gesehen, der in dieser Hinsicht so krass abgeht. Trotz alledem hat er mich gut unterhalten. Die Action kann sich sehen lassen und ist besser als bei dem vorherigen gezeigten. Und zudem spielen mit Lee Marvin und Bo Svensson zwei alte Haudegen mit. Und Steve James, der Schwarze aus American Fighter. Ich finde den Typen irgendwie lustig. Also wer über die Story und das alles hinwegsehen kann, bekommt einen guten B-Actioner geboten. Einen zweiten Teil namens Colombian Connection gab es auch noch. Der war auch okay, aber leider in einigen Szenen dank der Schauspielkunst der Protagonisten zu unfreiwillig komisch. So, das war's dann mit den Highlights aus seiner Filmografie. Kommen wir nun zu zwei Filmen, die so unterirdisch sind, dass sie selbst für Chuck Norris peinlich sein sollten. Film Nummer 1 wäre Sidekicks. Boah, also der damalige Kinderstar Jonathan Brandis, bekannt aus Die unendliche Geschichte 2 oder Stephen King's S, spielt einen großen Fan von Chuck Norris und träumt davon, eines Tages mit ihm Seite an Seite zu kämpfen. Um Himmels Willen. Ja, und wie das Schicksal so will, trifft er sein Idol dann auch. Also bei der Inhaltsangabe frage ich mich, ob ich lachen oder weinen soll. Mal ganz davon abgesehen, dass der Film so eine billige Mischung aus Karate Kid und Karate Tiger ist, ist er auch unglaublich scheiße.
Die Story hört sich nicht nur doof an, sie ist es auch. Die Kämpfe sind lahm und allgemein ist alles irgendwie so unglaublich dämlich. Der Film wurde wie schon einige zuvor und auch danach von Aaron Norris inszeniert, dem Bruder von Chuck. Ich kann ja verstehen, dass man seine Familie, in dem Fall halt seinen Bruder, unterstützen will. Aber wenn derjenige kein Talent hat, sollte man sich das vielleicht nochmal überdenken. Der Film ist jedenfalls so Grütze, aber wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, dann kommt schon der nächste Schocker daher. Tja, also bei diesem Film, da fehlen mir echt die Worte. Forest Warrior. Chuck Norris spielt einen komischen Waldschrat, der nach seinem Tod als Hüter des Waldes herumstolziert und sich irgendwie in Tiere transformieren kann und ach und dann Kindern gegen eine böse Gang zur Hilfe kommt und ah, wie auch immer. Also der Film ist wirklich so lächerlich, wie er sich anhört. Grausam wäre noch nett ausgerückt. Alles ist so dumm und schlecht und scheiße und ah und vor allem die Szene, wo er einen Baum mit seiner bloßen Hand fällt. Da gibt's auf YouTube auch noch irgend so lustige Videos von. Müsst ihr mal gucken. Ah, und also weitere Worte wären hier wirklich überflüssig. Bitte verschwendet nicht eure Zeit und lasst die Finger von diesem Rotz. Also wirklich, ich meine, Chuck Norris hat bestimmt noch schlechtere Filme gedreht. Also ich habe jetzt nicht alle Filme aus seiner Vita geguckt, ne? Also so masochistisch veranlagt bin ich dann auch nicht. Aber dieser Film, ne, der gehört auf jeden Fall zu den Top 10 der dämlichsten Filme, die ich je gesehen habe. So, damit wären wir am Ende. Wenn ihr Chuck Norris vorher nur vom Hören sagen kanntet, habt ihr jetzt vielleicht einen kleinen Einblick in sein Schaffen bekommen. Kein glorreiches, aber ein legendäres. Naja, ein bisschen zumindest. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.